Ja, herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute geht es um Ernährung und um ein Thema, was ich mag, weil es wieder mal zeigt, Gesundheit und Genuss gehören zusammen. Es geht um pflanzliche Inhaltsstoffe und zwar die Anthocyane. Ich erzähle euch, worin sie enthalten sind, was sie bewirken und was ihr essen müsst, damit ihr recht viel davon bekommt. Anthocyan, der Name kommt aus dem Griechischen. Anthos heißt die Blüte und Cyanos blau. Also so ist zum Beispiel vielleicht auch diese Borretschblüte anthocyanhaltig. Und sie sind leicht zu erkennen, weil sie in der Natur alles in einem violett-dunkelblau färben. Also hier seht ihr zum Beispiel die Holunderbeeren, die die Vögel übrig gelassen haben. Hier sind die Brombeeren, die wir immer bekämpfen, deswegen habe ich nicht so viele. Pflaumen und Zwetschgen, Blaubeeren sind sehr berühmt dafür. Aber auch Gemüse, also rote Beete, rote Zwiebeln, Rotkraut zumindest auch. Und natürlich auch rote Trauben und deswegen Rotwein. Und das haben natürlich alle Weintrinker gerne gehört. Wobei man sagen muss, da gibt es schon enorme Unterschiede im Gehalt. Die Anthocyane gehören zu einer Gruppe, die Flavonoide heißen. Und diese Flavonoide sind wieder eine ganz wichtige Gruppe der Indole. Und das Ganze sind Substanzen, die in Pflanzen vorkommen. Und sie heißen sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, weil die Pflanze sie in ihrem eigenen Stoffwechsel bildet. Und warum tut das die Pflanze? Aus Eigennutz, nicht damit es uns gut geht, sondern damit es der Pflanze gut geht. Denn diese Anthocyane haben eine vielfältige Wirkung. Sie können tatsächlich ja, die Pflanzen, die Früchte vor UV-Licht, vor Zellschäden durch UV-Licht schützen. Also man hat Versuche gemacht und Pflanzen mit UV-Licht bestrahlt. Und tatsächlich ist dann der Anthocyangehalt gestiegen. Also das ist ein ganz, ganz mächtiger Schutz, von dem wir auch profitieren. Dann haben sie natürlich noch eine zweite Funktion. Sie sollen durch diese schönen Farben Fresstiere anlocken. Also die Tiere sollen gleich sehen, das sieht anders aus als grün und das ist bestimmt süß und das kann man essen. Also die Holunderbeeren möchten gerne gefressen werden, weil das hilft ihnen, über die Vögel und die Vögelausscheidungen hinterher verbreitet zu werden. Deswegen entstehen auf einmal irgendwo anders Holunderpflanzen, ein Holunderbaum, obwohl wir noch gar nichts gepflanzt haben. Also sehr schlau und pflanzenreich. Dann gibt es noch eine dritte Funktion, die Anthocyane haben. Und die ist für uns besonders spannend, nämlich sie binden freie Radikale und verhindern so oxidativen Stress, also schützen auch die Zellen in der Pflanze vor Zellschädigung. Und diese antioxidativen Eigenschaften, die machen Anthocyane für uns so spannend. Ja, welche Lebensmittel haben denn jetzt am meisten von diesen Anthocyanen? Da gibt es erstmal dieses berühmte Superfood, also Acai- oder Aronia-Beeren. Das sind so die Spitzenreiter. Die Aronia-Beeren haben aber kaum mehr als Holunderbeeren. Also wer jetzt sich was Gutes tun möchte, der sollte Holunderbeeren pflücken. Aber bitte nicht roh essen. Also man muss einfach hinterher sofort spucken. Es geht einem nicht so gut und dann ist der Fall erledigt. Aber die sind so ein bisschen giftig und in dem Moment, wo sie erhitzt sind, ist es wunderbar. Holunderbeersaft, Holunderbeergelee, Kompott ist eigentlich für alles zu gebrauchen. Ihr könnt auch einen Sirup daraus kochen, so ein bisschen konzentrieren. Oder einfach erhitzen, pürieren, einfrieren und dann ein bisschen mal an rote Grütze tun, in eure Quarkspeise tun. Also das ist Superfood vom Feinsten, was es auch noch in der Regel umsonst gibt. Macht natürlich Arbeit, aber enthält ganz, ganz viel. Ja, die Brombeeren, die sind auch noch, halten da locker mit, sind nicht ganz so anthocyanreich, ja, sind, haben weniger, aber trotzdem auch ganz toll. Himbeeren, obwohl sie rot sind, haben sogar noch mehr, die habe ich jetzt nicht hier. Schwarze Johannisbeeren sind auch noch sehr reich, rote Trauben können mithalten, aber haben lange nicht so viel wie zum Beispiel eben die Blaubeeren. Und die Blaubeeren haben die Anthocyane auch so ein bisschen bekannt gemacht, weil die Hersteller von Blaubeeren in USA und Kanada fördern Forschung und machen sehr viel Werbung für diese Beere zurecht. Also das könnt ihr wirklich mit gutem Gewissen essen, denn die enthalten auch viele Anthocyane und die konnten in vielen Studien nachweisen, dass diese Anthocyane tatsächlich
gut wirken, zum Beispiel auch bei Schulkindern die Konzentration fördern. Also wenn ihr euren Kindern in die Brotbox ein bisschen Blaubeeren mitgibt, dann ist das eine sicher gute Idee. Was ihr vielleicht auch noch bemerkt habt, ist diese Farbe, dieses Blau, das bleibt nur in Gegenwart von Säure erhalten. Kennt ihr vielleicht vom Rotkraut? Also wenn man Rotkohl kocht, ist er erst eigentlich rot, aber wenn man ihn dann ein bisschen säuerlich würzt mit etwas Essig oder Zitronensaft, dann wird er eben zum Blaukraut. Und das ist so ein bisschen Zeichen, es braucht Säure, um diese blaue Farbe zu halten, die natürlich in den Früchten gegeben ist. Ja, was können die Anthocyane jetzt eigentlich für uns Menschen machen? Es gibt ja diese ganz berühmte Health Professional und Nurses Study, also an Krankenschwestern und Angestellte aus dem Gesundheitswesen aus den USA. Und da haben ungefähr 150.000 Menschen beobachtet. Das ist also eine epidemiologische Studie, die einen langen Zeitraum bei sehr vielen Menschen beobachtet. Die liefert natürlich nur grobe Ergebnisse. Aber nach 23 Jahren kam eben raus, dass die Menschen, die besonders viel Anthocyane aßen, am Ende einen 8% niedrigeren Blutdruck hatten als die, die am wenigsten aßen. Also das ist schon ein ziemlich deutliches Ergebnis. Ja, man glaubt, die Wissenschaftler glauben, dass es auf diese antioxidativen Fähigkeiten der Anthocyane zurückzuführen. Und das Tolle ist, ich habe eben schon mal gesagt, unter Säure bleibt ja die Farbe erhalten, die Anthocyane bleiben erhalten. Wenn man Rotkohl kocht und hinterher den mit Essig abschmeckt, dann wird der blau wieder. Und genau das passiert mit denen auch bei Magensäure. Das hat man untersucht in vitro, also im Glas, und hat festgestellt, Säure, selbst Magensäure, macht den Anthocyanen gar nichts. Und das ist natürlich toll, weil wir dadurch davon profitieren. Und so kann man heute sagen, als gesicherte Erkenntnis, dass eben die Anthocyane den Blutdruck senken, dass sie den Cholesterinspiegel verbessern, sie beugen Krebs vor, verschiedene Krebsarten. Sie wirken gegen Bakterien und Pilzen in unserem Verdauungssystem. Insgesamt antioxidativ. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, also deswegen auch den Blutfettspiegel verbessernd. Sie stärken unsere Abwehr, sie wirken entzündungshemmend, sie wirken positiv und ausgleichend auf den Blutzucker und sie verbessern das Kurzzeitgedächtnis. Das ergaben zum Beispiel die Studie mit Schulkindern. Also das ist so ein richtiger Allrounder und das Tolle ist, dass es einem ja gar nicht schwerfällt, den zu verzehren. Was man vielleicht sagen muss, wenn zum Beispiel, wenn ihr eben Rotkohl kocht und das wird eben rot und nicht mehr blau, dann müsst ihr Essig reintun, denn wenn diese Anthocyane in einem alkalischen Bereich, also nicht sauren Bereich, länger sind, dann verlieren sie ihre Wirksamkeit, dann werden sie abgebaut, dann nützen sie eben nicht mehr so. Also diese normale Fruchtsäure, eben zum Beispiel in den Brombeeren, ist toll, soll bleiben, genießt sie täglich am besten und ihr werdet feststellen, sie schmecken, tun euch gut. Und natürlich solltet ihr euren Anthocyanbedarf nicht allein mit Rotwein decken, denn Trauben haben noch lange nicht so viel Anthocyane wie zum Beispiel die Brombeeren, die Blaubeeren oder zum Beispiel die rote Beete. Ja, ein tolles Beispiel, wie man gesund essen kann und nochmal ein Argument für esst mehr Gemüse und ausreichend Obst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.